Ist noch einiges zu tun. Oh, die werden immer teurer anscheinend. 600. Wie groß kann man sein Wort bauen? Ich glaube, dann hast du irgendwann richtig viel zu tun. Ist das wie eine Art Echtzeitspiel hier? Kann das sein? Ja. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ich möchte das nicht nochmal von vorne machen. Und wir haben schon fast maximale Zufriedenheit. Aber es passiert nicht so viel, habe ich das Gefühl. Nein. Oh, das könnte ich machen. Aber eigentlich brauche ich es gar nicht. Wie steht es denn bei euch? Ich mache das bei euch. Nahrung brauche ich eher. Tja. Wisst ihr was? Ich würde erstmal sagen, ich spiele noch ein bisschen heute weiter. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit ich so gekommen bin. Was ich so getan habe. Dann werde ich ein paar Rohstoffe sammeln, vielleicht noch ein paar mehr Leute. Und dann sage ich erstmal Ciao mit Wichtlein TV. Mach's gut, ich werde mich noch ein bisschen im Spiel gütlich tun. Und dann schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind. Ich werde primär noch ganz viele Rohstoffe sammeln. Ich verspreche es euch. Und ja, vielleicht haben wir auch Glück und dann kommt immer ein bisschen mehr Bevölkerung. Ja, der Chirurgen-Outfit. Mann, wo sieht man, wie lange das noch dauert? Oder warte mal noch, bis die Stufen hier voll sind, vielleicht kommt irgendwas anderes. Das mit den Vault-Babys dauert echt lange. Das Problem ist halt, ich habe jetzt nur Leute, die wirklich nur in der Produktion sind. Die sind einfach nur in der Produktion für Nahrung, Wasser und Energie, die Hauptressourcen, und sonst brauche ich ja eigentlich auch gar keine Leute. Aber ich hätte trotzdem gerne mehr Leute. Achso, den habe ich ja gerade. Die könnte bald aufleveln. Die auch. Die wohl nicht. Die wird bald leveln. Der Typ kann auch keine Kinder machen, habe ich das Gefühl, weil er ist ja so unfruchtbar. Er weiß das schon, wie lange braucht die dumme Kuh denn eigentlich noch? Ich wüsste gern, wo genau sie ist. So gesehen habe ich jetzt echt nicht viel zu tun, oder? Ich glaube, das ist auch nicht darauf ausgelegt, dass man relativ schnell vorwärts kommt. Naja, ich mache jetzt noch ein bisschen... Ne, warte mal, ich würde jetzt gerne noch warten, bis wir wenigstens diese eine Aufgabe noch fertig haben. Obwohl andererseits, was soll's. Ich werde jetzt hier nur noch ein bisschen ausbauen. Neue Gebäude werde ich erstmal nicht bauen. Das nächste wäre wahrscheinlich die Krankenstation. Und wenn ich sie baue, ihr seht dann, was sie so kann. Das Lager, einen Lagerraum würde ich gerne bauen. 300, aber... Danach kommt die Krankenstation. Also hier wird als nächstes kommen, das Forschungslabor. Wir schauen dann einfach mal. Ja? Oh. Fehlt bloß noch zwei. Vielleicht sollten wir doch noch abwarten. Ah, ich bin so unentschlossen. Hier war doch auch eine, die bald aus. Oder einer, der bald aufsteigt. Die steigt bald auf. Sind alle sehr glücklich. Versuchen wir es, auch wenn wir es nicht brauchen. Wir kriegen die Erfahrung. Und wir kriegen Kronkorken. Yay, jetzt braucht bloß noch einen. Oh ne, die wahrscheinlich jetzt zu hoch. Haben wir noch einen, der fast voll ist? Wie steht's um euch? Wir versuchen's. Buh, was passiert?
Feuer ist ausgebrochen. Müssten sie aber eigentlich schaffen. Kriegen trotzdem Erfahrung. Ach, was soll's, mach das jetzt. Yay! Yeah. Bald? Ich glaube, das dauert zu lange. Ist der wenig Lagerplatz? Ja, ich weiß, ich habe auch gerade nichts. Ach, die kriegen dann die Erfahrung. Man kriegt trotzdem Erfahrung, glaube ich, wenn es klappt. Auch in sich klappt, meine ich. Feuer ist weniger schlimm als Red-Kakerlaken. Vor allem sind die Feuer auch nicht so schlimm, habe ich das Gefühl. Das dauert ewig. 77%, nein. Wie lange braucht die noch? Wird auch nicht gesagt. Ach hier, zurück, Walt, 5 Minuten, vielleicht warten wir noch, bis die kommt. Die könnte dann ins Lagersystem gehen. Ach Mann, ich will, dass es eins dieser Babys endlich mal zur Welt kommt. Ach, das ist ja, das Blaue ist das, was sie dazugekriegt haben durch Kleidung und anderes Zeug. Der ist weniger zufrieden. Ist der jetzt auch weniger zufrieden? Ah, ich glaube, die Unfälle sorgen dafür, dass die Leute unglücklicher werden. Kann ich gar nicht verstehen. Ach, was soll's. Einfach ein bisschen Action in das Spiel reinbringen. Nee, das war's schon. So, jetzt wird ja... Würde mal ein bisschen... Hör auf zu schreien. Kriegt sie auch nicht viel Erfahrung, wenn sie das hier macht. Ja, die Unfälle sorgen dafür, dass Leute unglücklicher werden, wie es scheint. Kritischer Fehler in der Produktion, das ist einfach nur ein Befall von Kakerlaken. Wow, das hat sogar geklappt. Unglaublich. Sachen passieren hier, die ich nicht verstehe. Ich habe eine viel zu hohe Produktion irgendwie. Ich will aber auch nicht alle Frauen schwanger sehen, wenn ich ehrlich bin. Der Grund ist, dann sind die Männer hier nämlich allein bei einer Defensive. Andererseits. Was soll's? Warum eigentlich nicht? Es schadet uns ja nicht. Noch nicht. Ihr macht das schon. Schauen wir uns mal beim Balzverhalten zu. In Walt, mir ist das Herz gestohlen. Billige Sache. Ich fühle mich zu dir hingezogen. Besser als weggezogen. Nahrung haben wir. Oh, da ist jemand aufgestiegen. Dann haben wir es endlich geschafft. Jetzt kriegen wir eine neue Aufgabe. Wir haben 2000 Kronkorken im Ödland am Arsch. Ernsthaft?
Den bauen wir mal dahin. Mit Lagerräumen vergrößerst du den Stauraum deines Walls. Ja, klingt logisch. Oh toll, Ratten. Sollten wir lieber essen. 20. Ich glaube, so groß muss das Ding gar nicht werden. Ach, das ist ja geil. Das passiert von selbst. Hätte ich so nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Wie lange dauert es noch, bis die Dame hier zurückkommt? In einer Minute. Die darf dann gerne im Lagerraum arbeiten. Was auch immer das bringt. Jetzt haben wir 20 Lager tatsächlich. Das reicht jetzt eine Zeit lang, schätze ich mal. Wer hat denn jetzt eigentlich die Waffe hier? Die hat sie. Die brauchst du aber nicht. Waffen brauchst du nicht. Ach, ich glaube, hier links kann ich auch gar nicht bauen. Ich kann wirklich bloß diesen kleinen Bereich hier nutzen. Oh, es muss reichen. Baracken kann ich hier mehrere machen, mehrere Etagen auch. Es kann alles Baracken hier werden. Muss ich erstmal schauen. Ich will jetzt noch, dass die Frau zurückkommt. 2000 Kronkorken sammeln. Wie viele Leute muss ich denn da rausschicken, um das irgendwie zu bewerkstelligen? Wie schwer kann es schon sein, im Ödland Kronkorken zu finden? Ich erinnere mich an Fallout 3, Fallout 4. Fallout 2 ist vielleicht eher problematisch. Ah, erst tanzen und dann hintergehen, ich verstehe. Wenn liebe Strahlung wäre, bräuchte ich jetzt ja. Da hinten wird man wieder... Spaß gehabt. Ich muss sie dann trotzdem wieder... Ralf darf dann gleich wieder arbeiten. Hier, nach getaner Arbeit kannst du gleich wieder arbeiten. Oh, sie ist zurück, sie ist zurück. Ich bin aus dem Ödland zurück. Wenn ich sie jetzt sammeln schicke, geht sie dann sammeln? Ah, okay. Du gehst jetzt ins Lager. Also, ob die Ratten da noch bleiben? Nee, da verschwinden... Ach, wenn der Raum besetzt ist, verschwinden die Ratten. Ich verstehe. Er ist aufgestiegen. Auf Stufe 11. Ja, aber viel... zu tun ist gerade nicht mehr. Und deshalb würde ich echt sagen... Ich habe dein Baby zusammen gemacht. Das kann doch zusammen arbeiten. Also würde ich sagen, ich breche die Aufnahme jetzt erstmal ab. Und dann werde ich noch ein bisschen Zeug sammeln und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und ich hoffe, ihr habt Spaß und wir schauen dann mal, wie es weiterläuft in dem schönen Spiel. Es macht echt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Fallout Shelter. Unsere nächste Bewertung ist in 10 Stunden Effektivzeit anscheinend fertig. Wir haben 1 erreicht, keine Ahnung, Tag 1 vielleicht. Ich habe ein bisschen offline gespielt. Erstmal sammeln. Oh, hier auch vielleicht noch ein bisschen sammeln. Ja. Es ist einiges passiert. Scheint... alles weiterzulaufen, wenn wir nicht da sind, so wie es aussieht. Er hatte eigentlich noch ein bisschen Zeit. Wir können uns mal hier anschauen, was da alles passiert ist. Er ist gut 2 Stunden rumgelaufen. Könnt euch alles mal anschauen. Es ist echt interessant. Er hat Good Neighbor gefunden, ein Motorboot in einer Kirche. Ich habe mir die Sachen alle mal angeschaut. Es ist echt interessant, was er so findet, aber es dauert ewig lange und auch die Kronkorken zu sammeln ist sehr, sehr mühselig. Er hat hunderte von Yaoquais getötet, habe ich das Gefühl, und vor allem Maulwurfsratten und andere Sachen. Wir haben eine Pistole gefunden, aber ansonsten
man findet relativ wenig Zeug. Also das Spiel ist anscheinend sehr, sehr langlebig, ist mir so aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir können nicht mehr als drei Gebäude hier zusammenfassen, also drei Räume, die zusammengehören, zusammenfassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Unfall nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall geschieht, geht nicht unter 30%. Wir brauchen Energie. Was ist los? Warum stürzt das Spiel jetzt ab? Ah, jetzt. Okay. Und ihr solltet, diese Sachen, diese Tempos, erst machen, nachdem ihr erstmal Energie, gesammelt habt, denn wenn das schief geht, oder wenn es klappt, ist die Zeit automatisch wieder ja, auf Maximum gesetzt. Was ist hier alles passiert? Viele Sachen sind passiert. Wir hatten mehr, viele Feuer. Wir hatten ganz viele, eigentlich viele Feuer, ja. Wir hatten Red-Kakerlaken-Angriffe, ganz viele. Mir ist aufgefallen, wenn ihr, vor allem in den Baracken, wenn ihr nicht schnell genug eingreift, dann verschwinden die Viecher wieder. Und dann kommen die an zwei neuen Räumen. Mir sind Leute gestorben, tatsächlich durch die Red-Kakerlaken-Angriffe und auch durch die Feuer. Man kann sie wiederbeleben. Mir ist aufgefallen, die Leute hassen es, wenn hier eine Leiche ewig lang rumliegt. Dann ist nämlich die Zufriedenheit der Arbeiter hier auf, naja, wie soll ich sagen, die ist auf 20% eigentlich gesunken. Das war nicht so lustig. So, wir haben viele Leute auch aufgewertet. Hier seht ihr Stufe 12 schon. Und wir sollten jetzt mal anfangen, uns auszubauen. Es kommen ganz wenig Leute hier, das ist jetzt auch das erste Mal passiert. Was ist das hier eigentlich? Plus 1. Ach so, das heißt wahrscheinlich, weil da jemand draußen wartet. Einer ist ja jetzt auch erwachsen geworden. Das Lager habe ich gebaut, das hatte ich aber schon vorher gebaut. Katsching. Hier habe ich ein paar Quests abgeschlossen, aber es werden immer mehr. Das hier habe ich nicht so ganz kapiert. Wahrscheinlich werden die erst, wo ihr Special am besten ist, muss man die Leute hinsetzen, schätze ich mal. Wir haben neue Räume gekriegt. Ich habe sind viele Kinder erwachsen geworden. Wir haben ja auch ein Versorgungsproblem jetzt mittlerweile. Ich habe auch zwischendrin andere Sachen gemacht, und habe ich ja nicht so genau aufgepasst. Die Krankenstation. Hier können wir Stimpacks herstellen. Achso, okay, das war das Gebäude. Ich dachte gerade, ist irgendwas passiert. Das Forschungslabor mal freigeschaltet. Primär durch die Kinder. Redway herstellen. Das Aufseherbüro. Schicke Bewohner von hier los, um Quests zu erledigen. Das klingt auch sehr interessant. Oh, das ist alles teuer. Die Waffenwerkstatt. Zuweisen, um Waffen herzustellen. Das ist sehr gut, denn Waffen brauchen wir. Wir hatten auch schon mehrere Raider-Angriffe. Lockt neue Bewohner aus dem Ödland an. Das ist super. Okay. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich werde das Aufseherbüro. Denk dran, ein Feld zu zerstören, bevor du einen Raum brauchst. Ja, ja. Das Aufseherbüro hätte ich gern hier hin. Oh, das ist ja groß. Ja, ja, ja. Pippa aus in eine Quest. Ja. Die können wir jetzt auch irgendwie machen. Ganz am Anfang. Töte die leuchtende Red-Kakerlake und beende dein Training. Hypoker-Quests werden hier aufgelistet. Wähle die erste Quest, um mehr Informationen zu erhalten. Ja. Stell dein Team zusammen. Trinkst du möchte Voltec, dass du dich als würdiger Aufseher weißt und eine leuchtende Red-Kakerlake tötest. Ja. Wähle zuerst einen Bewohnerplatz. Oh, ich will das jetzt aber nicht machen. Billy ist übrigens ganz neu. Billy ist jetzt erwachsen geworden. Kaffeepause. Wenn der Bewohner fertig zugeweist und ausgerüstet sind, klicke auf die Quest-Beginn-Button, um Abenteuer loszuschicken. Dann schicke ich aber auf jeden Fall Mr. Ninja mit. Also Paul Harper. Und ich schicke immer Raymond West los. Aus dem Grund, der hat den habe ich eine super Waffe zugewiesen. Der macht das echt gut. Ich gebe dir mal das. Nee, das Redway brauchen wir nicht.
Ich hätte gerne die Stimpacks endlich. Schickt nicht alle Leute los, weil die hat nichts zu tun. Wir beginnen mal die Quest, mal sehen, was passiert. Die ist frisch erwachsen. Da machen wir nicht so falsch. Der Bewohner verlassen den Vault automatisch, um die Quest zu beginnen. Ja, das habe ich schon gesehen. Auch sammeln oder so. Ich habe, aber es dauert immer so ewig. Da stand, das sind 20 Stunden. Ich hoffe, die sind nicht 20 Stunden effektiv draußen. Ja, halt die Klappe. Interessiert mich nicht. Ich glaube, das Ödland ist Ödland Questlog zu öffnen. Ja.